Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, wir machen weiter in der Hexenhöhle, einen geheimen Pfad unter dem Wald, die uns die Waldhexe ermöglicht hat. Und von ihr haben wir auch den Hexenkompass bekommen. Den seht ihr jetzt oben am Bildschirmrand, ist eine Art Radar. Und ich hoffe mal, dass der uns jetzt schön helfen wird. Also, ich glaube, 54 Meter bis zum Ausgang, denke ich mal, oder bis zu unserem Ziel, wo wir hin müssen. Und da schauen wir doch mal, ob wir jetzt da hinkommen. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und ich würde sagen, auf geht's. Ich sehe ein Boot. Jetzt würde ich aber erstmal schauen. Alter, was ist denn das für Vieh? Vieh. Alter, was sind komische Dinger hier? Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja, sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Nachtmare. Mutter hat mir immer von Nachtmaren erzählt, bis ich, nun ja, selber welche hatte. Es war mir peinlich, aber sie sagte mir, dass es ebenso zum Leben gehöre und es manchmal Schönheit im Schrecken gäbe. Sie sah in allem immer das Gute, selbst in diesen kleinen, unheimlichen, schwebenden Augenmonstern. Sie sind nach einem alten Wesen, dem Ma, benannt, der sich einem während des Schlafs auf die Brust setzt und an der Furcht labt. Okay. Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Hier geht's auch runter. Komm, wir gehen erstmal hier runter. Was ist das hier? Was ist hier? Ist das nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer. Okay, ist hier irgendwas? Ah, hier ist eine Kiste. Stahl erhalten. Meine, das ist richtig dunkel, sieht man gar nichts. Okay. Jetzt ist hier so ein komisches Wasser. Können wir schwimmen? Da ist ein Vieh. Oder doch nicht? Ich glaube, ich werde mal speichern. Weiß, was hier jetzt noch gleich passiert. Da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine Truhe. Das ist eine große Truhe. Ich weiß nicht, kann ich hier reinspringen oder kann ich hier nicht reinspringen? Okay, hier geht es anscheinend nicht rein. Oder ich muss irgendwie das Wasser hier anheben. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und schauen wir mal, ob wir die Truhe irgendwie öffnen können. Hier sind wir gekommen. Geht's nicht weiter. Das Boot will ich aber noch nicht. Ich schätze mal, es wird ein Bereich sein, wo wir jetzt noch nicht reinkommen. Da kommen wir noch nicht durch.
Dann müssen wir da mit dem Boot rüberfahren. Oder wir müssen ja da mit dem Boot langfahren, schätze ich mal. Da unten war jetzt eigentlich nichts mehr. Talisman im Menü anzeigen, gewährt einen Gesundheitsschub. Talisman der konzentrierten Vitalität. Zum Aktivieren L1 und Kreis drücken. Okay. Ja, und wie oft kann ich den benutzen? Den Talisman? Wird wahrscheinlich auch cooler sein oder so. Okay, wir müssen hier hin. Schauen wir aber hier nochmal durch. Ah, gibt jetzt mehrere Wege. Dort hinten ist eine Truhe. Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch nicht aus. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Was kann ich hier anlegen? Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Hier geht's anscheinend nicht. Hier ist auch zu. Hier kann ich dort unten durch. Nee. Ja, wie komme ich denn da rüber? Komme ich da überhaupt rüber? Hinten geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Oder auch nicht. Okay, hier ist alles zu. Nee, okay. Dann würde ich sagen, weiter. Das ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es.
doch mal. Bereich entdeckt. See der Neuen. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Wir werden jetzt einfach mal dorthin, wo es leuchtet. Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Ich würde sehen, wahrscheinlich ein Riesenvieh aus dem Wasser kommt. Oh, schaut das heftig aus. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Nein. Die Axt kommt nicht zurück. Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich würde jetzt interessieren... Sei verdammt groß. Den haben wir vorher gesehen, ob wir jetzt zurückfahren könnten und uns diese Kisten holen können. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen. Wo wir vorher nicht hingekommen sind. Unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir. Okay, hier sind wir falsch. Mich würde interessieren, wie wir jetzt zurückkommen. Kommen wir überhaupt zurück? Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Da ist die Weltenschlange. Heftiger Scheiß. Und wo sind wir denn gekommen? Da ist der Schiffswrack, das haben wir vorher noch nicht gesehen. Oder es war halt noch unter Wasser. Ich würde jetzt gerne, warte mal.
Kartenmarkierung. Dock Eisenbucht. Laden. Wo waren wir denn? Das Hexenhaus oder so, wie heißt denn das? Eisenbucht könnte es gewesen sein, oder? Todesinsel? Wachturm. Ah, genau, hier ist das Haus, oder? Genau, hier ist die Schildkröte. Und wir müssten dann eigentlich hier hin, oder? Können wir eine Markierung legen? Nee. Okay, dann würde ich sagen, dorthin. Schauen wir, wo wir richtig sind. Jo. Ja, 3. 7 Markierungen. Ich würde gerne hier eine Markierung hinlegen, aber es geht nicht. Dort lang, oder? Wahrscheinlich werden wir jetzt hier nicht durchkommen. Hexenhöhle, genau. Hier wollte ich hin. Schauen wir mal kurz zurück, Leute, weil ich will schauen, ob wir jetzt diese... Weil der Wasserspiegel ist jetzt gesunken, ob wir jetzt die Kisten da noch looten können. Das wäre natürlich nice. Da müsste nämlich auch die Runen da jetzt vielleicht auch sichtbar werden oder sichtbar sein. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Wo sind wir denn jetzt hier? Kommen wir aber nicht rein, oder? Weil da eine blöde Tür ist. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Können wir jetzt hier was machen? Nee. Nein. Können wir umsonst hier rein, oder was? Wir dann hier rein? Ich glaube, das wird noch nicht gehen wahrscheinlich. Ah, schade. Okay. Dann soll es nicht sein. Aber ich denke, dass wir dann später im Spielverlauf bestimmt dort auch noch hinkommen werden. Fahre ich denn hin? Bäh. Wieder raus aus der Höhle. Wir müssen auf jeden Fall merken, die Hexenhöhle. So, See der Neuen. Da würde ich sagen, legen wir doch mal an. Die Anlegestelle dort. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit.
Okay, hier geht's nicht weiter. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Ja, Brock. Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Brocks sie werden Laden. Sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Aber gäbe es viel XP, habe ich noch nicht, dass ich jetzt mir irgendwas kaufen könnte. Rennt ihr überall so herum? Puh. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Den Weg zum Turm beschreiten. Also gut, was ist da? Da ist meine Knäufe und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Fortfahren. Rüstung kann außerdem verbessert werden. Drücken Sie. Okay. Axtknauf. Wo gibt es denn da Schönes? Hüftrüstung. Was hat er hier? Häschergürtel. Abwehr 7. Und glaube ich nehme das hier. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht ein. Zauber. Ein Zauber, der Vitalität um 3 erhöht. Abklingzeiten, Runenkraft, Glück. Nehmen wir doch mal das hier. So, was haben wir denn hier noch? Talisman, was haben wir da noch? Okay, können wir eh nichts machen. Clownköcher. Ah, da haben wir nicht genug Armrüstung. Das haben wir schon. Hüften haben wir schon. Talismänner haben wir schon. Okay. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Okay. Wollen wir hier mal reingehen oder was?
Mystisches Tor, Broxladen. Die Reise. Ja, hier kommen wir nur zu Broxladen praktisch zurück. Okay, alles klar, verstehe ich. Okay, Leute, und ich würde sagen, da oben, nee. Jetzt habe ich gedacht, wie so ein komischer Vogel. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke mal in Richtung dieses Tores. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und mich ein bisschen unterstützt in dem Projekt. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi. We'll be right back.